Willkommen hier zum Top-Match am 28. Bundesligaspieltag. Real führt Dortmund mit 2 Punkten aufgrund eines glücklichen Sieges am vergangenen Wochenende gegen die Wölfe. Unter der Woche konnte man sich auch noch ausruhen. Die Münchner 1:1 nur in Freiburg. Man hatte gute Möglichkeiten, manchmal ein Stück weite Konzentration. Schwolloff, der Freiburger Keeper, auch gut gehalten. Unter der Woche dann ein 5:4. Immerhin ist man weitergekommen. Man steht im Halbfinale vom DFB-Pokal, aber überzeugt war das auch nicht gegen Heidenheim. Mal gucken, wie sie sich jetzt präsentieren. Unsere Software sagt 3:2 für mich. Es wird richtig spannend und torreich. Mal gucken, ob ihr das auch tippt. Eure Tipps bitte für die reale Partie als auch fürs FIFA-Match in die Kommentarbox. Torheide an der Pfeife. Mhm. Wir legen los. Richtig. Die letzten 2 Spiele hast du sehr früh getroffen. Das stimmt. Puh, Birki, das erste Mal hier schon gefordert. Gut, dass er eine 85 hat. Ja. Oh, Kimmich. Den hast du. Oh, das gibt's doch nicht. Robben, der Dauerverletzte momentan. Das hier war super. Lewandowski! Gut gestört. Okay, ich sollte das rumblödeln lassen. Müller. Gnabry. Rames. Müller. Rames. Rames! Da wirft sich noch einer rein. Ich konnte nicht erkennen, wer. Aber es gibt eine Ecke und ich habe Lewandowski. Das ist natürlich dann immer gefährlich. Bürki zur Stelle. Goretzka! Wieder Bürki. Lewandowski! Zu ungenau, zu überhastet auf dem Abschluss. Als hätte er das gerochen. Ich hab das den ganzen Spieltag noch nicht gemacht. Rennt er dahin? Ich hab diesmal darauf spekuliert, ja. Manchmal muss man halt auch ein bisschen spekulieren. Also. Wenn man sich verzockt. Robin. Oh, jetzt schön kombiniert. Lewandowski! Bürki! Oh, Müller verpasst! Das wäre typischer Müller gewesen. Ja. Bayern gefällt mir aber. Die spielen hier auf Sieg. Ach, und was macht Dortmund? Auf mich in der Lage. Beide haben eine klare Strategie. Boateng. Reus, das war nicht knapp. Hör auf. Ja, die muss Neuer wegfausten. Scheiße. Ja, war zu riskant von mir gespielt. Hätte ich gar nicht wagen sollen. Ah, schade. Ach. Oh, jetzt steht mir die Zuheide auch noch im Weg. Richtig so. Mir hilft die damit. Weiter, weiter. Ja, den haben wir. Ganz genau. Boah! Das ist jetzt kaputt gegangen. Junge, Junge, Junge. Schüsse 7:1, aber insgesamt noch nicht so richtig gefährlich. Bürki manchmal gefordert. War viel auch einfach vorbei. Goretzka macht das gut. Und wieder Bürki. Abseits. Okay, gut. Hätte eh nicht gezählt. Das hatte sie diesen Spieltag noch gar nicht. Ein Abseits-Tor. Stimmt.
Abseitspfosten hast du gehabt, aber. Ja, das stimmt. Das hört sich auch an. Abseitspfosten. Oh, jetzt die Chance! Aber wieder Piszczek! Na gut, wir haben ja Lewandowski. Oh, Lewandowski, also den musst du haben. Ich weiß auch nicht, warum EA da wieder gewechselt hat. Weil EA jetzt kann. Ja. Gute Flanke. Oh! Also jetzt hätten wir wirklich ein Tor machen müssen. Paraden 7-1. Das gibt eine Ecke. Du warst zuletzt dran hier. Nö. Echt jetzt? Nee. Nein. Ich wollte gerade sagen. Ja, der war jetzt aber weg hier. Ja. Ach, ich hätte nicht spielen sollen. Nein, nicht wechseln. Oh. Nee. Oh, oh, da war eine gute Chance. Total verzogen. Ja. Habe jetzt mal eine Druckphase hier von Dortmund. Schön gespielt. Kann man sich so den Ball abnehmen, das ist ja. Gnabry, der hat natürlich Tempo. Müller. Voll verzogen. Das war schlecht. Das war wirklich schlecht. Dann haben wir wenigstens beide jetzt mal verzogen. Ja. Ich futz gleich, ey. Ich schwör. Neuer. Oh. Im Topspiel muss ein Skandal da sein. Na komm, gehen wir erstmal zu 0 in die Pause. 0-0. Dortmund in den letzten Minuten hier besser geworden. Mal gucken, wie es im zweiten Durchgang wird. Ah, da muss jetzt mal einer mit Tempo kommen. Mucke wird wohl wechseln. Doppelt. Doppelt gleich. Sancho. Ah, ich sage, vor allem mit Tempo. Mhm. Delaney. Weigel, der vorhin so verzogen hat, auch raus. Ja, wer so verzieht, der hat bei mir nichts zu suchen. Ja. Gnabry, ey. Hält hier mit Glück den Ball, ja. Birki. Birki. Ah, hier, genau. Sehr schön. Ah, zu unplatziert. Birki halt, ne? Ja, richtig, richtig. Druck machen, Druck machen, Druck machen. Kimmich. EA gibt mir den falschen Spieler. Müller, Müller! Oh, Latte! Krieg ich immer den falschen Spieler zugewiesen. Ist ja voll gemein. Schön gemacht. Jetzt der schnelle Gnabry. Einmal auf Robben.
Oh, Piszczek, was für eine Rettungstat. Sensationell. Und den Ball dann auch noch so zu kontrollieren. Extrem gut. Das war Weltklasse. Oh. Lewandowski auf den schnellen Gnabry. Ey, also, ey, jetzt mal wirklich. Ja. Gibt's da keine Karte für? Doch. Also, die hat er volle Kanne. Ich hab Ball gespielt, hat man genau gesehen. Was gibt's jetzt? Gelb. Ich hab echt mit Rot gerechnet. Meine Güte. Oh, geh doch ran! Hat er geschält oder warum soll ich rangehen? Ich meinte meinen Spieler. Ah! Wie Reus einfach mal dribbelt, ey. Bleib bloß drin, Birki. Mach keinen Scheiß. Du bist für Eigentore bekannt. Ja! Oh! Das war seine letzte Aktion. Gnabry geht. Ja. Thiago kommt. Komm. Also man muss sagen, Bayern schon besser. Ja. Ich komme nicht raus. Nee. Jetzt ist Platz. Thiago! Pfosten! Meine Güte, einmal Latte, einmal Pfosten von Bayern jetzt. Die Latte hat er vorhin Müller getroffen. Thiago mit einem super Schuss. Keine Chance für Birki. Ja, jetzt clever nachgesetzt. Scheiße, der wird durchgekommen. Ja. Ey, was ist das denn gewesen? James. Abseits, abseits, abseits. Viel zu spät. Unten. Ah, gut gemacht. Gut gemacht. Ach. Rechtzeitig zugelaufen. Ah, Kimmich war noch dran. Schön von Boateng, gefällt mir. War eine gute Partie. Puff. Fitzel haut uns da um. Müller ins Aus. Schön gemacht von Müller. Leute, ihr müsst zurück. Thiago, der eigene Mann blockt. Der eigene Mann blockt und abseits. Sancho. Boateng. Das gibt's nicht.
Schlecht. Schlecht. Och, du Idiot. Nochmal alles nach vorne. Boah! Das gibt keine Ecke mehr. Was? 0:0 endet das Top-Match. Meine Güte. Einmal Latte, einmal Pfosten. Das waren die heikelsten Aktionen. Bayern schon mit mehr Möglichkeiten, aber sie haben es nicht geschafft, das Tor zu erzielen. Ich habe 4 Mal aufs Tor geschossen. 16 Schüsse, 6 Mal aufs Tor. Das ist dann insgesamt eine sehr schlechte Chancenverwertung. Naja, gut. Spannung, Real. Spannung auch für unsere Online-Bundesliga. Bei uns geht es jetzt weiter mit Augsburg gegen Hoffenheim. Tschüss. Tschüss.